muss aus der Geschichte heraus den FCN fühlen und leben. Ja, das war blöd. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir ab nächster Saison dann auch erste Reihe stehen können. Und wenn wir dann vielleicht nächste Saison dann immer unten stehen sollten, denke ich, dass sich das gut weiterentwickelt, wenn dann der Unterrang mitziehen kann. Jetzt teilweise Block 10 zieht schon mit. Also ich denke, es hat sich gelohnt. Nächstes Jahr wird man noch einen Schritt weitergehen und dann entwickelt sich das Ganze auch da oben. Also wenn wir nächstes Jahr wieder in der ersten Reihe sind, ich glaube, das wird eine absolute Katastrophe, wenn wir wieder da oben stehen. Ich denke, es wird halt ziemlich beschissen. Es ist halt jetzt das Jahr schon ziemlich beschissen, sieht ja jeder. Natürlich ist es für uns aktuell eine Niederlage, dass wir nicht in der ersten Reihe stehen. Das ist ganz klar so. Aber es funktioniert halt einfach nicht. Wir können uns auf den Kopf stellen und können da Theater machen. Wir haben alle Möglichkeiten versucht. Wir haben Geschichten gemacht wie mit Hamburg. Wir haben mit dem Verein geredet. Es funktioniert halt einfach momentan nicht. Ich kann halt nur sagen, wir werden halt in der nächsten Saison wieder auch am Unterrang präsent sein. Wir werden auch am Oberrang präsent sein. Und wir müssen einfach dranbleiben. Wir dürfen uns da nicht irgendwie abdrängen lassen und sagen, wir gehen jetzt halt den leichteren Weg. Das haben wir schon so viele halt gemacht, die da aufgegeben haben. Wir werden es garantiert nicht tun. Die Stärken der Gruppe, gute Frage. Also ich denke mal, der Support ist nicht auf dem Level, wo wir mal waren, aber das Potenzial ist da. Dann choreomäßig sind wir auch nicht mehr die Starken in Deutschland, wo wir mal waren. Es ist zwar abwechslungsreich, aber trotzdem nicht mehr so klasse. So, das waren jetzt eigentlich bloß Schwächen, ne? Stärken. Ja, Stärken, ich denke mal, ja, wir sind ein kaputter Haufen, der immer mehr zusammenwächst. Es ist bunt gemischt, es ist alles dabei, von absolut links zu absolut rechts, von Kiffer, von Kokser, von allen Asozialen, die es gibt. Aber es passt halt allgemein. Also das würde ich sagen, ist die Stärke, diese Vielfältigkeit von Ultras Nürnberg. Was nervt.
Wieso weiter fliegen? Was für ein Tier?